So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Gentleman, A Link to the Past. Genau, immer noch hier mit Zelda unterwegs. Ich muss kurz wieder in die Show reinkommen. Ich muss immer lachen. Ja, klar. Oh, mal schauen, was du denn noch drin verloren. Dieser arme Zelda. Ja, dieses armes Zeldas. So. Ja. Oh, im Loch findest du ein anderes Loch. Geil, oh, eine Fee. Ja, die macht wieder ihren geilen Job. Also relax mal ein bisschen. Ah, da kannst du das auch weniger ekelhaft machen. Ich glaube nicht, leider. Ja. Das ist leider. Kannst du es noch ekelhafter machen? Oh, das ist schwer. Muss ich ein bisschen üben zu Hause. Übst mit Steffen. Und ein bisschen Wasser wieder. War ich kurz am Überlegen, aber ich lasse es lieber. Ah. Ich glaube, du kannst jetzt schwimmen, nachdem die Fee dir geholfen hat. Ja, bestimmt. Glaube ich das noch. Oh, cool. Den kennst du, glaube ich, den kennst du noch nicht. Ne? Zack. Zack, aber den da kenn ich. Und da kommt ja, ja, aber ein bisschen überfordert. Erstmal wieder weggehen. Hallo. Und dann ist er wieder da hinten. Aber ist ziemlich... Ah. Ja, der ist ganz schön schnell. Oh, guck mal, da kannst du sie auch ziemlich ficken, ne? Ach ja, die Pegasus-Stiefel. Die sind immer gut. Die fand ich immer klasse. Oh ja, damit ging alles viel flotter. Was macht der da? Ja, ein bisschen verwirrt sein. Er sucht dich. Oh, guck mal, schon wieder hier. So ein riesiges Schwert. Wo holen die neuen her? Was hat er für einen fetten Arsch? Ja. Na, wir sehen, dass sein Rücken ist. Da hat er sie alle hinten dran. Bam, ohne getroffen zu werden. Er hat ein Schwanzloch im Arsch. Oder das. So wie Peach war an anderen Stellen. Ja. Oder Nico Robin erstmal, die kann sie sich wirklich überall machen. Guck mal, da kann man nicht rein. Ja, das ist doof, ne? Oh. Das ist voll scheiße, ich will dahin. Steht hier irgendwas drauf? Kann man die schlagen? Beten? Ne, ziehen. Naja, ja, das war ziehen. Erstmal genau. Gräber schenken. Aber find ich ziehen gut. Scheint ja nicht so geklappt zu haben. Nee. Ich wollte mal ein paar andere austesten. Ja, erstmal laufe ich dagegen. Okay. Ja, schon wieder ziehen. Ja, drücken geht aber auch nicht. Nee, du, jetzt betest du gerade nur, das war kein Drücken. Doch, ich drück nach vorne. Nee, muss man aber so... Ah, aber geil. Was ist das? Ich will's haben. Keine Ahnung, es leuchtet lustig. Oh, jetzt kann ich mich erleben. Er ist schwul und will dir, naja. Er sammelt Schwänze. Cool. Hey, er ist in dem Cheater-Gebilde da. Ja, er ist ein bisschen kacke gerade. Triss mich nicht. Der ist immer. Das ist eigentlich der erste im Spiel. Jawohl. Guck mal, wie scheiße er ist. Er droppt das Herz da ganz hinten aus. Der Wichser. Den auch bekommen. Okay, kann man... Nee, das ist einfach nur tot. Ja. Das fällt mir gerade... Oh, Gebeine, cool. Genau. Was war die Formel des Gebeinen und dann... Weil da die Beine mit bei sind. Ah, cool, okay. Okay, ich verschiebe jetzt alle Gräber, verlasse das den Spielebildschirm und dann ist alles wieder resettet. Jo. Ja, da ist irgend so ein Typ, der ganz schnell alles sofort wegschieben kann. Ey, guck mal, da oben war was. Ja. Ja, hier, erst im nächsten Teil gibt es ja dann den Wächter, den Fritos. Wächter. Die machen ja voll viel Schaden. Ich weiß gar nicht mal, wie er heißt, er hat so einen geilen Namen, ey. Fritos-Wächter? Nee, geiler. Achso, geiler, ja. Geiler. Mit Grabkusel, genau. Sein Name war geiler. Grabkusel, mein Junge. Laut Bene, ja. Was? Oh, 5 Pfeile. Ja, oh, pass immer. Jetzt habe ich aber das Piepen. Ja, das ist nicht so gut. Ein paar lustige Geister. Und der wird dich festen. Der hat sich erstmal ein bisschen trollt. Boah. Boah, wenn du jetzt das letzte verkackst, dann stirbst du, dann weißt du nicht mehr, welches Grab das war. Komm her! Boah, da warst du ein bisschen mutig, fast reingelaufen. Das ist ein anderer, da muss auch noch mal 4 Hiebe oder mehr. Ne, 4 Hiebe. Jetzt krieg ich hier Magieöl. Mit Magie. Zaubern Spaß. Oh, dann wird ein kleines Elixier bekommen. Boah, das Ding gesehen, der war geil. Aber Lichter anzünden und fertig. Der war echt geil von mir, ne? Ja, aber jetzt ist wieder alles so wie es vorher war. Viel Spaß. Oh, du weißt ja ungefähr, wie viel ist das war. Boah, der läuft einfach über die Absperrung. Das ja, ist auch schon frech, ey. Ja, der ist schon drauf, du. So. Geil, Sperrdingern da. Bam. Boah, das ist... Ja, oh, der richtig vergewaltigt. Oh. Oh, Geist. Hä? Ja, was war das denn? Du bist gestorben. Wieso bin ich gestorben? Ja, Scheiße geworden. Das freut mich die ganze Zeit auch bei Toho. Ja. Ganz plötzlich bin ich Toho, wo ich nichts gesehen habe. Na, wo wollen wir starten? Das ist die richtige Entscheidung. Wo bin ich? In
In der Kirche. Ach, ganz ehrlich. Kathedrale. Wo ist das? Wo ist das? Ja, mach mal Karte, Junge. Ja, ja. Mach ich gleich. Jo, erstmal wieder rein. Machen wir es denn hin? Okay, war nicht. Gut, gut. Ja, also, ich wollte aber in der Kathedrale ist nicht sicher. Die Kathedrale, ja, ne? Oh, der ist die Stadtschranke. Ja. Von der Kathedrale. Geht aber zum Priester hin. Da war ich gerade? Nee, wo war ich denn gerade? Hey, da war ich. Ui. Jetzt will ich auch wissen, was da ist, wenn ich das schon mal gemacht habe. Ich glaube, da fehlt glaube ich nur noch ein Grab. Ja. Bei zwei kommst du ja nicht hin. Und der ist auch ein bisschen gut drauf. Bam, ich mag den Sturm, der ist witzig. Du bist durch die Stampe durchgekommen. Aha. Bam. Bam, einfach weil ich es kann. Richtig schön in der Ecke mit ihm, ja. Gibt's ihm. Ich sag mal lieber nichts dazu. Ist wohl auch besser so. Ah, okay, das ist ein weiblicher Geist, das weiß ich, mach sie fertig, los, hart mit dem Schwert, oh ja. Okay. Das war eine Transe. Ja. Und du wirst jetzt ordentlich transiert. Genau. Nicht salutiert. Ja, läuft super. Ne? Sprich doch mal mit den beiden. Das hatte ich doch schon. Hattest du? War ich der Meinung, deswegen hatte ich... Dieses Wort nicht mehr aktiviert. Schon mit den beiden Vögeln. Nee, falsche Taste? Nee, da haben wir es. Ich würde viel tun, oder? Du solltest mir übrigens das Sanity. Gut, Independence. Yes. Ich hab alles machen. Du hast voll gebracht. Hey, jetzt weißt du schon mal, dass du hier die Wahrsager anquatschen kannst, wenn du mal ein bisschen doof bist. Genau. Oder du orientierst sie einfach nach den leuchtenden, blinkenden Symbolen auf der Karte. Das geht auch nicht mehr schief. Ja, ups. Nein. Boah, guck mal, da hat er nicht mehr mitbekommen. Ja, stimmt, das habe ich nie groß getan. Die Fortune-Teller sagen dann, glaube ich, auch ziemlich viel. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch einmal vielleicht benutzt. Ja, ich habe sie definitiv noch nie benutzt. Also, ich meine, benutze insofern, dass ich sie aber angesprochen habe. Ja, klar. Das, ja, man sieht auch von ihnen so fresh Energie, also von da sind sie vielleicht witzig. Oh. Oh. Ja, tote Hose. Ich glaube, du warst schon ein Gräber. Ja, alle, wo er bis jetzt hinkommen konnte, war er. Also ist da sonst nichts mehr? Doch, noch mehr Geister. Du hast schon alle Gräber. Ja, ich will aber alle öffnen. Vielleicht passiert da was. Hm, okay, gut. Tja, wer weiß. Also, vielleicht schalte ich dann für Zelda ein neues Outfit frei. Was? Ja, hier, ein neues Outfit, Zelda. Oder kann ich noch nicht hin? Läuft der nackt rum? Sie. Sie. Ja, du bist immer nett. Hey, da ist ja gar nichts mehr. Na gut. Machen wir das mal das Ende ein bisschen auslachen. Ha. So, da heißt dann gucken wir doch gerade mal schnell auf der Map nach. Jo, was Sache ist. Können wir nach oben hin, mal schauen. Da hinten ist ein Eingang. Ich glaube, damit komme ich da. Ein tolles Poloch. Oh. Verdammt. Wie sieht der Poloch aus? Ja, genau so. So, in dem Wald, da krieg ich letztendlich das... Und wärst du im Kreuz, hätte ich noch gesagt Katzenaffe oder so, wie sie es mal in Anime oder Cartoons darstellen. Moment, ich muss mal eben ganz kurz... Zack, so. Mhm. Ah, ja, das ist gleich viel besser. Und da komme ich wahrscheinlich von da unten aus hin und dann ab in die Wüste. Fangen wir erstmal, da wir hier in der Nähe sind, mit dem da an, das heißt nach links und dann nach oben. Schön, nach links bleiben. Sanctuary. Lightsworn Sanctuary. Yes! Hm? Du hast A gedrückt gehalten. Das ist voll geil. Ja. Definitiv. Gibst du bleibt noch ein bisschen da, hast du. So, hier ist die Kirche? Ne, hier ist Wahrsager. Oh. You look, you might have an interesting destiny, may I tell you future. Make it cheap. Hokus Pokus, ja, zieht's durch. In den Desert. Ey, der hat mich bestohlen. Jo. Das sagt dir immer erst danach, dass es was kostet. Ja, ehrlich mal, voll der Wichser. Ey, da ist ein Huhn. Ja, und ich bin etwas dran vorbei, merke ich gerade. Etwas ist gut. Deswegen jetzt nochmal ein Bildschirm nach rechts auf jeden Fall. Ich würde zwei draus machen. Na, von mir aus?
1. Hier ist der See. Da war ein Schild. Was wolltest du jetzt gerade machen? Da oben hin. Colin, du hast mich fett verarscht. Tja. Homo. Oh. Oh, das war doch mal super. Tschüss. Den hast du gerade ziemlich gefickt, du. Naja, grün ist gut gegen grün. Ich merk schon. Die mögen kein Grünzeug. Und vor allem Wände, die sind die Feinde von denen. Oh ja, Wände, oh cool, damit ja. Kommen sie nie klar. Ey, guck mal, der eine Busch da ist so einsam. Ja, aber erstmal muss der hin. Jetzt hast du den Combo-Breaker gemacht. Oh cool, guck mal, da hier kann man auch hoch, sonst hier nichts. Du kannst ja schwimmen gehen. Ja. Hast du schon mal mit den Stiefeln darüber versucht? Nö. Und ein Steinhaufen. Geil. Vielleicht bist du ja ein Jesus. Okay, vertraue ich dir einfach nochmal, Colin. Tja, du bist kein Jesus. Ganz immer gut. Oh, lustige Vögel. Sie verfolgen mich. Ich wollte gerade sagen, aber sind Vögel. Er ist in den Bildschirm rausgeflogen und ist draufgegangen. Ich dachte jetzt ja, was da welche Insekten irgendwie. Boah, hier will mich echt alles töten. Nö, die haben so einen dicken Schnabel. Oh, eine Bombe, eine Bombe. So. Das ist hier nochmal zu allem. Das ist einfach so ein Vogelfiech mit einem fetten Schnabel. Ey. Bitch. Ja, kann man als Vogel bezeichnen. Der macht nichts. Okay, der Busch ist einfach nur gestorben. Aber das sind trotzdem Kakteen. Nein, das sind einfach diese Glibberschleime. Fertig. Das sind laufende Dildos. Später sind sie einfach nur ein bisschen flacher. Okay, können wir uns darauf einigen, dass es dildo-schleimige Kakteen sind? Nee, nee, bei Windbreaker sehen sie genau, sind auch schleimig und mit Elektro und bei anderen Teilen sind sie auch vielleicht nur flacher, aber auch genau der gleiche Schleim. Das ist ein Kaktor. Bei denen, was sie gerade wirklich... Das ist ein Vogel. Hier gibt's auch anders. Mich war das mal ein Vogel. Tja, ich glaube, du wolltest das Schild lesen, oder? Ja. Tja, du kannst den lesen. Oh, ja, das sag ich dir jetzt. Nee, jetzt sag gleich nur und drücke Abendschüler zu lesen, Junge. Ach ja, die beiden. Ja, die sind auch ganz sehr cool gut zu drauf. Wissen, dass das geht. Ja. Hat sich der Busch gerade bewegt? Nein, bestimmt. Zentrum! Oh mein Gott, oh. Scheiße. Okay, scheinen NPCs zu sein. Naja, sie ficken gern Bäume. Du doch auch. So sieht's echt gerade aus. Oh. Nichts gegen Bäume. Nikita. Die Bewegung ist echt gerade so. Schau aus der Hüfte raus. Bam, bam, bam. Oh, verdammt. Yo, Gober, it's a mystery fog has recently fallen over the forest. We have to be careful. Genau, deswegen ficken sie Bäume noch, solange sie es können. Ja. Oh, ja. Die haben einen verbundenen Pint. Den reiben sie dann dran. Alter. Also so wie CatDog einen Körper hat? Nein. Das können wir nicht mit Schild. Bump und Bumpen heißen die erstmal das Schild von den Clown. Ist gleich nachgewachsen. Ja. Ihre Wohnung ausräuchern und ausräumen. Ma. Erstmal den Tisch versuchen zu verschieben. Ich stell dir einfach die Wohnung um. Tschüss. What the shit? Das hat mich jetzt gerade echt fertig gemacht. Okay. Wollt ihr doch in deinem Bettchen schlafen? Ja. Warum haben sie kein Doppelbett? Ja, ne? Also die haben zwei Doppelbetten. Sie brauchen hier immer ein bisschen Abstand, weil ja, der Penis. Der ist da so lang. Die ganze... Oh Gott. Dann gehen wir durchs Haus quer. Ich glaube, es ist kompliziert, wenn sie pinkeln wollen. Ja, die pinkeln aus dem Mund des anderen immer. Das haben die so geregelt. Oh, da will ich hin. Wie komme ich da hin, Bene? Ja. Na, guck mal, da ist noch so ein... Man weiß es nicht. Kommt, da ist noch so ein anderes Loch. Die Aussage lasse ich einfach mal so stehen. Kannst du zusammenschneiden, wie du willst, zusammen mit denen. Genau, Steffen, so wie wenn du Vierfinger wirst, steck die Milch schneller an. Oh ja. Oh, oh, voll der Nebel hier. Ja, haben sie doch gesagt. Oh, ja. Schön, das ist jetzt ja Quatsch. Nein! Hier ist kein Nebel. Aber hier ist gleich wieder nur und dann noch kleine Büsche da. Das macht mich voll fertig. Oh. Und der erst. Ab geht. Ich will den töten. Hier fast das Bitch. Und das Bär. Ja, ist das hier ein ordentlich gepflegt? Wow, war das eine Fee? Ja, ist eine Fee. Und für ein bisschen wieder fresh. Das haben wir. Das war so ein Quickie, weißt du? Mhm. Genau, ein Vogel.
Nein, das war ein Fee-Junge. Ehrlich mal, Junge. Oh, cool, was ist das? Oh, geil, this is a Master Sword! No, this can't be it. Oh, too good. Good. This can't be it. Okay, warum trägt er? Und weg ist es, hast du das Master Schwert zerstört. Geil. Oh. Oh, cool, gut zu wissen, dass das geht. Ein Tunnel? Ne, ich will ja oben rechts hin. Ja, da war auch ein Weg. Da lang für dich. Sieht aus wie ein Penis. Das ist ein Penis. Na? Oh, wenn Spiel. 100 Rupees, I'll let you open one chest. Das kennen wir ja, ne? Ja. Oh, 100 Rupees ausgegeben und hast einen bekommen. Geil, ne? Der Tür ist verarscht. Dixer. Ja gut, vielleicht ist der andere Tür was. Anderes austesten. Ja, ist so, ne? Gut, das sieht echt aus wie ein Penis. Die beiden Baumstämme da, die Eier und das, wo du reingehst. Ne? Open one chest. Oh, geil. Wollt ihr mich verarschen? Ey, im letzten ist, glaube ich, noch was Gutes drin. Nee, mach ich jetzt nicht auf. Ich glaube, das Ernste von allen dreien ist nur einer drin. Ja. Das war echt, also ich hätte noch nie so ein Pech. Nö, ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Das Ding aus Prinzip das Ding ist, du hast zweimal eine andere genommen. Mach einfach immer die gleiche. Dann ist die Wahrscheinlichkeit geiler. Da war bisher immer dasselbe dran. Die Wahrscheinlichkeit ist überall gleich, gehen, ne? Nee, es ist aber wirklich schlauer, einfach immer dann dieselbe zu nehmen. Das habe ich da schon oft... Oh, this mushroom smells like sweet rotten fruit. Well, you can give it to anyone you want it. Select bla bla. Oh. Also wie eine verrottete Frucht schmeckt das, riecht das Ding. Ja, geil, ne? Ich will's haben. Das kann man jedem anbieten. Das Ding ist Banane, schmeckt auch geiler, wenn sie ein bisschen länger liegt. So. Aber nicht, wenn sie verrottet ist. Ja, verrottet. Hm. Ansichtssache, Kolle. Oder vor das Labyrinth. Ja, da unten war ein Master Sword. Genau, das sah so geil aus wie das andere. Oh, die Tiere. Tiere, happy to be friends. Die Tiere. Oh mein Gott, ein Schwert. Sehr schön vorgelesen. Aber wir bist zu schwach. Du scheinst nicht der Auserwählte für die Tafelrunde zu sein. Nee, die Hosen weg. Also Spongebob macht das mit einer Hand. Ja. Wenn er für den Fotoputz ging. Ja. Den kann man nicht töten. Stimmt, das können wir auch einführen. Auch wenn den Poseidon. Ja, auf jeden Fall. Okay, schauen wir doch mal, was hier unten ist. Oh, das sieht witzig aus. Das sind wir ein bisschen blöd. Nö, sind wir nicht. Oh, Wichser, ey. Wir sind voll genial, Mann. Guck mal wieder, ich abziehe den kleinen Wichser. Was ein Wichser! Alter, der... Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man nichts hat. Ich glaube, der vergewaltigt einen dann. Das ist mir nie passiert. Vielleicht fiel dir dann die Mütze oder so. Arsch, und ich kann ihn nicht töten. Warum ist das so ein unbesiegbarer... Er schlägt dir deine Unterhose. Ja, pass mal auf, ich glaube, der ist gerade im Baum da drin. Oh, Scheiße. Ja, kacke, ne? Der hat dich nochmal kräftig gefickt. Der will ja nicht abziehen. Der geht mir voll auf die Eier. Kann man den töten? Naja, ich konnte bis heute nicht. Ich weiß gar nicht. Ah, ich will mal mit was ausprobieren. Oder Pfeile, ich will mal was bei dem ausprobieren, wenn ich das mal wieder zocke. Schreibe ich mir mal mit auf. Das könnte witzig werden. Hab ich noch nie gemacht. Ja, kann den Bumerang in den Schädel. Oder in die Eier. Da war das. Das Netz, das hilft. Ja, du hast einen Räuber gefahren, Kai. Ah, du hast einen Pilz. Ja, der bringt's bestimmt voll. Wer weiß. Essen? Geht nicht. Vielleicht ist er ein Pilzliebhaber. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, du verarschst mich, Colin. Was? Mhm. Kommt doch sowas. Sag mir mal einen gesunder Menschenverstand. Hm. Oder scheint dir leider andere. Der Menschenverstand ist aber nicht sehr gesund. Doch. Das ist top. So, alles klar, jetzt darf ich wieder an dem Wichser vorbei. Oh geil, guck mal hier, das hat's voll gebracht. Oh ja. Na, der hält ist er ja dich. Nicht. Scheiß rum. Na, jetzt geht die mir nicht auch noch. Der Vogel schaut dich auch noch. So, hier. Spielt einfach mal so den Bumerang auf. Oh. Okay, der Wald ist echt arschig. Das ist ein kleiner Fick dich, Wald. Ehrlich mal. Wow, oh, Mushroom. Magic Mushroom. Yeah, this is a Mushroom, again. Ja, eine süße, verrottete Frucht. Hm, jo. Da willst du was nicht gerne. Hm. Du. Das stimmt wohl. Oh, was wobei, magst du verrottet? Das ist leider so doof, ey. Achso. Guck mal, das ist halt dein Vater zu sein. Mongolon. Hey kid, this is a secret hideout for a gang of thieves. Don't enter without permission. By the way, I heard that one of our ex-members is staying at the entrance to the desert. Entrance? Was passiert, wenn ich den Eingang? Ja, klar, aber entrance?
Entrance ist eingegangen. Ja, aber anscheinend hat es nicht ausgesprochen. Alles klar. Ja, das ist noch ein Herz, schon ein Arsch. Ich habe zwei Herzen gesehen, aber man weiß nicht, wie man rankommen soll. Teile. Und man merkt, es sind immer Viertel. Alter. Und weg ist es. Jo. Immerhin gerade ist das. Oh, guck mal, da ist das nächste Mal, oder? Ja, das bewacht sein, das muss wichtig sein. Oh, kacke. Oder auf nächstes. Das hätte es wohl schon geklaut. Ja, schmeiß ihm mal das Schwert ankommen. Ja, ich hab's weggeschmissen, so einfach. Na, willst du den Rubin? Er will ihn auch. Okay, ja, aber guck mal, er will nur das Zeug, was du austropfst. Ja, das ist ein kleiner Wichser halt. Das hat noch deinen Geruch. Oh, wurde ihn wahrscheinlich so einprogrammiert. Oh. Genau, von seinen Eltern. Von dem Typen im Baumsturm. Was machen wir alle im Abflug? Das ist einfach sicher. Ein bisschen scheiße. Ja, ein bisschen ist gut. Ja, wenn du ein langes Ding rausholst, würde ich auch einen Abflug machen. Ja. Wow! Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl... Ne? Du landest am Arsch der Welt auf. You want a piece of a hurt! Ich glaube, das war dein erstes, was du gefunden hast. Nee, das war halt noch eins. Wo war das andere? Bene! Was? Hard. Ah, scheiße, immer noch nicht. Das ist echt Skull habe ich jetzt drauf, aber hard ist ein bisschen schwerer. Hurt ist klar, H-U-R. Ah, was ein Wichser, Mann. Wir gehen mal voll auf die Eier. Ey. Hard! Ey, guck mal, ob es in dem Bisschen noch ein Loch drin ist. Nee. Mhm. Oh, geil. Ey, das ist das Master Sword. Das ist so vom heftigen Laub umgehen, das muss es sein, naja. Ja. Du kannst es immer mit dir rumtragen. Das war doch schön. Ja, es gibt endlose Möglichkeiten, wie du die Gegner knechten kannst. Ja. Aber jetzt will ich eine ganz bestimmte ausprobieren. Oh, yeah. Ich das da... Und er ist tot. Oh. Alter. Nicht mal allein. Unbesiegbar. Schwer kann ihn besiegen, dass du ihn einfach mal so in den Kopf wirst. Oh, Mushroom. Ah, noch ein. War ich da nicht schon dabei? Schon? Nee, ich würde den Ding Mushroom. Irgendwie nicht Colin. Ich glaube, da ist auch so ein Typ, den du besiegen kannst. Irgendwie nicht Colin. Na, noch hast du, kannst einmal 100 Euro ausgeben. Vielleicht machst du dann wieder deinen Verlust weg. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich würd's machen. Ja? Du bist scheiße, Kalle. Kannst ja mit dem Schwert nur bestechen. Bam. Oder ich one-hit den Ding hier einfach. Oh, zieh zwei ab. Also anscheinend, vielleicht auch nur. Na gut, weil ihr so scheiße seid. Hey. Oh, who is this? Alright. Oh, Alter. Oh mein Gott. Dreimal ist echt böse. In wie viel Ton ist was Gutes drin, weißt du was? Gar keiner. Sag ich, kannst du auch nicht absahen bei den Thronen, aber 3x1 ist echt blöd. Naja, darum sag ich, ich nehme immer die gleiche. Das ist nicht überall die gleiche Chance, sondern einfach mal stur die gleiche nimmst. Es ist da wahrscheinlicher, dass du was Geiles findest, als wenn du immer wechselst. Das ist auf jeden Fall hier so. Das kann sein. Jetzt bin ich wieder hier. So, ob man den kleinen Schwanzbrüdern da. Was sagt denn der hier? Maybe it's nothing, but this tree feels kind of strange. Ooh. Ja, das fühlt sich seltsam an, wenn man seinen Schwanz an einem Baum reibt. Ja. Glaube ich jedenfalls. Fühlt sich jeder Baum, glaube ich, merkwürdig an. Naja, aber wenn du so eine Ass-Loch da findest mit ein bisschen Harz einreiben, ich würde das schon das Harz. Das könnte kleben, Bene. Ja, und da könnte doch irgendwas drin wohnen. Bene, hattest du hier Handschuhe und einen Eimer und so geholt? Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Oder hat Alex sich das geholt? Alex denke ich schon, aber... Was war das? Ein Schwamm? Ein Handschuh? Wir haben zwei Schwämme, Eimer halt, dann klatschte da die Beine nur so ein kleiner, mit der Dings rein und der Handschuh wird dann so ausgestülpt. Und dann hab ich ausprobiert, das ist nicht so schön. Oh, schade. Oh. Hast du auch das Gleitdings dazu genommen? Alter. Aha, nee, das hat also, Steffen. Wenn dann richtig, ne? Okay, hier scheint es irgendwie... Warte mal, der steht vor dem Desert. Ah, ich gehe da oben jetzt nochmal ran. Wobei, nee, das ist meine nächste Folge. Ich beende hier die Folge. Du willst wieder in den Wald? Ja, deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.